Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan Spätzle mit Soße, und ich bin auf meinem Rathaus 8 Account, ja. Was ist hier los? Was ist hier los? Das ist so ein bisschen auf meinen Kanal bezogen, Leute. Es ist nicht an mir vorbeigegangen, dass ich eine ganz nette Zuschauerschaft habe, und es werden tatsächlich stetig, ganz, ganz langsam immer mehr. Und das freut mich natürlich unheimlich, dass ich viele neue Zuschauer gewonnen habe. Und ich weiß zwar nicht, wo es herkommt. Vielleicht liegt es daran, dass das Spiel im Moment doch einen kleinen Hype hat, oder dass im Moment natürlich Ferien sind und viele Leute haben einfach mal ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen was zu gucken. Aber dennoch vielen lieben Dank auch an die vielen Kommentarschreiber. Auch das freut mich immer so ein bisschen, das wisst ihr, ich bin immer auch immer sehr rege dabei, so ein bisschen mit euch zu interagieren. Das heißt also, hinter den Videos steckt ja immer ein bisschen was, und es taucht ja dann doch immer mal wieder eine Frage auf oder irgendein Problemchen oder irgendwas, was der Toto mal wieder nicht versteht. Also irgendwas ist ja immer, und man kann immer über Gott und die Welt dann auch diskutieren, und ich finde das auch gut, dass ihr das mit mir macht und dass ihr das auch teilweise untereinander macht. Das schätze ich noch viel mehr wert. Und den können wir jetzt mal mitnehmen hier. Was haben wir denn in der Clanburg? Okay, 6 Riesen. Also das ist hier los, und ich habe das ja so ein bisschen beobachtet, und ich halte mich ja immer ein bisschen bedeckt. Achso, Riesen in Hamburg, ne? Ja, dann nehmen wir die mal hier rein. Den Golem davor und unsere Riesen hinterher. Und da das ja nach wie vor für mich ein Hobby ist, und da freue ich mich natürlich auch über die Leute, die dann schreiben: Mensch, Toto, du brauchst eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit hier. Das mag sein, aber ich glaube, gemessen an meiner Abonnentenzahl und an dem, was ich natürlich spiele, ich spiele Clash of Clans, ich spiele nicht PUBG Mobile, Fortnite oder was auch immer in irgendwelchen Hypes ist, und von daher glaube ich, ist das auch ganz gut so, was die Zuschauerzahlen, denke ich mal, angeht, und auch die Abonnentenzahlen bzw. die Aufrufe meiner Videos. Da bin ich super mit zufrieden mit. Das könnt ihr vielleicht nicht so glauben, aber es ist tatsächlich so. Ich bin da wirklich, wirklich super mit zufrieden, was die Aufrufszahlen meiner Videos angeht. Und von daher ist alles gut. Und ist dieser Gegner hier auch ganz gut? Okay, da hinten dackelt die Queen noch rum. Auch meine Helden. Meine Helden, die sind aber wirklich auf der letzten Rille. Mal gucken, ob die paar Ballons das hier noch packen. Ich glaube mal nicht. Denn es ist kein Lavahund mehr da, der die hier jetzt noch ein bisschen wegtankt. Mal sehen. Kriegen wir vielleicht noch das ein oder andere Lager. Ja, mal gucken. Also die Aufrufzahlen sind für meinen Kanal sehr, sehr nett. Die auch so ein bisschen auf meiner Spur YouTube machen, wissen das, dass das so ist. Und ich habe mal gesagt, wenn meine Tagesvideos so eine Aufrufzahl von 500 bis 700 haben, dann bin ich da völlig super mit zufrieden. Mittlerweile haben sie ja schon mehr. Und ist natürlich auch von der Seite her klasse. Gar keine Frage, freue ich mich darüber und versuche nach wie vor für euch so ein bisschen netten Content zu bringen. Es ist ja einfaches Clashen, es sind manchmal Tipps und Tricks, manchmal auch Sachen, die wir hier hinterfragen. Und deswegen freut mich das umso mehr, dass ich das eigentlich so ein bisschen mit euch teilen kann. Es ist ja mein Hobby, und ich teile das Hobby mit euch, also das Clash of Clans. Und den haben wir, glaube ich, das ist ganz ordentlich. Das ist ganz ordentlich mit dem Account hier, da muss ich jetzt nicht mehr ganz so viel machen, aber ich habe irgendwas nicht gemacht. Ich habe nämlich kein Gift ausgegeben. Okay, ich habe kein Gift ausgegeben, dann wollen wir das mal machen. Und dann fordern wir hier mal, was haben wir denn hier, Boden an. Und ich bin natürlich auch auf meinem Rathaus 12 erwartet. Ich schalte eben einmal um. Da ist der Toto-Account. Und dann können wir auch hier so ein bisschen was machen. Ich hatte ja gesagt, dass ich ein bisschen vorproduziere. Wir haben ja schon Clanspiele. Die Clanspiele sind echt mega. Leider habe ich was im Nachtdorf angenommen, Leute. Da müsst ihr jetzt leider durch. Tut mir leid. Oh, ich hätte fast gesagt, der hat meine Base. Es ist fast wie meine Base. Und dann gucken wir mal. Die werden natürlich daher rennen, dass ich voll in die Riesenbombe rein. Okay,
dann müssen wir da doch ein bisschen stärkere Geschütze auffahren. Wir nehmen hier mal den Dicken mit rein, 1, 2, 3 Kanonen, hier auch noch ein paar Kanonen. Und die Barbaren müssen einfach immer vor den Kanonen bleiben. Das machen sie nicht immer, wie ihr das gerade seht. Ich meine, ich spamme sie hier natürlich auch rein, dass die hier irgendwie durch diese Base durchgehen, um vielleicht noch mit einer Kanone oder so das Rathaus zu erwischen. Aber das wird schon eine ganz, ganz enge Kiste. Jetzt geht hier meine Kampfmaschine hin. Okay, komm, die Kanone muss da weg. Die müssen die beiden Kanonen da schaffen. Jawohl, das packen die auch. Und dann packe ich sicherlich noch ein bisschen mehr. Aber ich denke mal, der Megatesla wird jetzt auch meinen beiden Kanonen gleich das Gar ausmachen. Keine Frage, das war schon mal für meine Maschine. Oh, ich habe doch noch die Meisterhütte bekommen. Okay, 48%, aber mehr kriegen wir leider. Okay, der ist ganz, ganz ähnlich wie meine Base. Ich denke mal, da ist der Gegner ein bisschen besser. Ich muss hier aber auch nur den einen Stern machen für die eine Errungenschaft hier. Und im Moment loop ich hier sehr, sehr stark rum. Es sollte ja letztendlich auch nur so ein kleines Infovideo für euch sein. Natürlich, wir haben ja schon die 5300 Abonnenten überschritten und ich war euch bei 5000 eigentlich ja schon Community-Clan schuldig. Den werde ich jetzt auch mit euch spielen, nämlich im August. Gucken wir mal, was unser Neuer hier gemacht hat, okay? Nämlich im August, denn ihr wisst, ich habe ein bisschen Urlaub und wollte dort sicherlich die Gunst der Tage so ein bisschen nutzen, mit euch den Community-Clan War zu spielen. In dem Clan Herausforderer blende ich gleich nochmal ein. Also die Voraussetzung, ich werde das relativ kurzfristig posten. Ich würde das wirklich ganz, ganz gerne in der Zeit machen, wo ich den Urlaub habe, denn dort habe ich so ein bisschen freie Zeit und kann natürlich auch mit euch und für euch ein bisschen streamen. Also letztendlich wahrscheinlich mal wieder den Einladungstag, mal sehen, wie wir uns dort schlagen und wie wir einen Clan voll machen mit Leuten, die natürlich keine Clansperre haben, Bock haben. Ein Clan-War zu machen in einem Level 1 Clan mit mir. Ich werde mit dem großen Account joinen. Der hat noch nicht alle Max-Truppen, aber ich glaube, das ist nicht schlimm. Der Spaß soll da ganz klar im Vordergrund stehen. Und von daher glaube ich, wird das wieder eine gelungene Sache. Ich hoffe, dass wir den Clan-Krieg mal gewinnen. Das wäre nämlich noch viel, viel schöner. Und von daher soll das schon mal eine kleine Vorabinformation sein für euch. Ich bin euch das ja noch schuldig, muss ich ganz klar sagen. Ich habe jetzt auch schon länger nicht gestreamt. Auch das würde ich natürlich gerne, wirklich gerne mal wieder mit euch machen. Nur mir fehlte in den letzten Wochen wirklich so ein bisschen die Zeit und dann war es dann... Die Hitze hört ja nicht auf, ne? Die Hitze hört nicht auf, aber ich meine, ich fahre ja hoch in den Norden. Dort haben wir, glaube ich, wenn wir da sind, angenehme 25 Grad. Das sind ja bald 10 Grad Temperaturunterschied. Und bei 25 Grad, da kann man ja schon von angenehm sprechen, ne? Das ist ja schon ganz nett. Jetzt hier 35 Grad und das, was sich heute hier abgespielt hat. Also ich nehme diese Folge noch am Dienstag auf, bin also noch nicht weg. Und aber trotzdem ist sie ja voraufgenommen. Das hatte ich ja in einem Video vorher schon gesagt. Ich glaube, in dem Video vom Mittwoch habe ich das schon gesagt, dass das alles, was ihr seht, so ein bisschen vorproduziert ist. Anders ging es halt nicht, sodass ihr zumindest immer ein Lebenszeichen von mir habt. Aber auch hat er doch gar nicht mal so schlecht gemacht hier. Der Lavahund ist echt mal super weit gekommen. Aber sowas Ähnliches hatte ich die Tage auch im Clankrieg. Mal sehen, ob ich das noch aufgenommen kriege. Denn dort hatte ich so eine ähnliche Situation mit zwei Lavahunden auf einen X-Bogen. Das war so ultra knapp im Clankrieg. Und auch mein Clan beim Clan The Disabled, wir haben da gesagt, was war das denn bitte? Ich weiß auch nicht, was das war, weil es war so Hölle knapp und es ist ein Dreier geworden. Aber trotzdem, zwei Hunde, die nicht aufgeplatzt sind, tanken dort vollgeladen in X-Bogen. Und ich meine, so ein Hund hier auf Level 2, der macht 5 Schaden pro Sekunde. Glaube ich, ne? 12 Schaden. Ich muss mal gerade nachgucken bei meinem RH9, wie viel Schaden pro Sekunde denn so ein Lava-Hund hier macht. Jawohl, 12 Stück auf Rathaus Level 9. War ganz gut gemacht, ganz netten Lot. Ja, also war eine Infofolge, war so ein bisschen nochmal Applaus für euch, Daumen nach oben. Vielen lieben Dank, Mensch, dass ihr so toll an meinem Kanal dran seid. Ich habe das ja nicht übersehen oder so. Das wird mir schon bewusst und bin da ja sehr bescheiden, das wisst ihr auch. Also, vielen lieben Dank. Ich bin nächste Woche für euch da. Ihr werdet dann von mir hören, auch aus der Sache des Community Clans. Bis dahin, euer Toto. Clasht.